erstens, die Kamera ist immer noch nicht repariert. Zweitens, draußen schneit es wie blöd. Drittens, wir haben jetzt dann Mai, was schlimm ist, weil einerseits es draußen schneit und wir haben Ende April und eigentlich sollten da draußen Blumen blühen und es sollte warm werden, sondern auch, dass schon wieder 4 Monate des Jahres 2017 rum sind. Und meine Meinung zu allen drei dieser Dinge ist... Aber egal, ich habe heute ein Wrap-up für euch. Der April lief lesetechnisch nämlich erstaunlich gut für mich. Am Anfang des Monats dachte ich wirklich, meine Leseflaute hält und hält und hält und geht einfach nie wieder weg. Und jetzt am Ende des Monats habe ich tatsächlich 7 Bücher beendet, was doch sehr, sehr gut ist dafür, dass ich eigentlich, wie gesagt, in letzter Zeit quasi nichts lesen wollte. Am Anfang des Monats habe ich mich auch noch ein bisschen schwer getan, aber dann kam das eine Buch. Aber dazu gleich mehr. Das erste Buch, was ich beendet habe, war ein Hörbuch. Und zwar ist das Sophia oder Der Anfang aller Geschichten von Rafik Shani. Dieses Buch habe ich schon vor einer Ewigkeit angefangen zu hören. Und habe es dann irgendwie nicht beendet. Im Rahmen meiner Leseflaute habe ich quasi dieses Hörbuch vergessen. Und irgendwann war ich dann mal zu Hause und habe einfach den ganzen Tag nichts gemacht, außer dieses Hörbuch gehört. Und habe es beendet. Ich muss sagen, dass es nicht eine Geschichte war, die mich vollkommen aus den Socken gehauen hat. Also ich vergesse jetzt schon wieder den Großteil der Handlung. Obwohl es ist nicht schlecht, es ist kein schlechtes Buch, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen, ich will nicht langweilig sagen, aber unspektakulär. Und ja, deswegen, es hat mich nicht ganz von den Socken gehauen. Aber also es ist keine Empfehlung, aber es ist auch kein schlechtes Buch. Das nächste Buch war dann Couchsurfing in Russland, wie ich fast zum Putin-Versteher wurde, von Stefan Ort. Stefan Ort reist hier durch ganz Russland und couchsurft bei verschiedenen Leuten, um nicht die Politik des Landes zu verstehen, sondern die Menschen, die dort leben. Das ist ihm mal wieder bestens gelungen. Also ich bin und war schwer verliebt in dieses Buch, auch wenn es nicht das eine Buch ist, was ich gerade meinte. Definitiv 5 Sterne und alles, was man noch so geben kann, weil es ist super wichtig, es ist super gut geschrieben, es ist unterhaltsam, es ist tiefgründig, es ist... Ja, alles, was man will. Also es ist auch Reisebericht, es ist aber auch kritische Auseinandersetzung mit unserem Bild auf Russland. Und das Buch hat wahnsinnig viel, was ich mir von solchen Büchern wünsche. Und ja, Stefan Ort hat mich wieder mal vollkommen begeistert und ich kann es euch nur von Herzen empfehlen. Es war ein Rezensionsexemplar des Piper bzw. Malik Verlags. Direkt im Anschluss habe ich noch ein Hörbuch gehört, und zwar Rückkehr zur Menschlichkeit vom aktuellen Dalai Lama. Das ist ein relativ kurzes Hörbuch. Und was soll ich sagen? Es war gut. Er hat viele seiner Theorien erklärt und vieles gesagt, was ich sehr, sehr, sehr wichtig fand. Was ich bei dem Hörbuch am meisten gelernt habe, ist, dass wir alle dem Dalai Lama einfach ab und zu mal zuhören müssen. Ich habe ihm nicht überall zugestimmt. Ich fand nicht alles, was er gesagt hat, super toll und anpreisungswürdig. Aber er hat viele wichtige Dinge angesprochen und er hat viel gesagt, was ich auch denke, und hat dafür Worte gefunden. Und ja, ich finde einfach, ich glaube, wenn wir alle dem Dalai Lama mal ein bisschen mehr zuhören würden, wäre die Welt schon ein deutlich besserer Ort. Und ein sehr erquickendes Hörbuch, was jetzt aber auch nicht mein Leben verändert hat. Als nächstes habe ich dann Alle Vögel unter dem Himmel von Charlie Jane Andrews gelesen. In diesem Buch geht es um Patricia und Lawrence. Und Patricia ist eine Hexe und Lawrence ist so ein IT-Genie und programmiert schon in sehr jungen Jahren sehr verrückte Dinge. Und es heißt, dass die beiden in der Schulzeit miteinander befreundet sein werden und als Erwachsenen, als die Welt vom Klimawandel quasi gerade zerstört wird, liegt es an ihnen, diese Welt entweder zu zerstören oder zu retten. Und es ist eine unglaublich interessante Prämisse und ich finde es sehr wichtig, dass Charlie Jane Andrews hier ein Buch schafft, was auch für junge Leser, ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein Jugendbuch ist, aber es hat sich für mich angefühlt wie ein Jugendbuch, aber Charlie Jane Andrews schafft es in so einem Buch, eine Thematik wie den Klimawandel anzusprechen und ihn auch, einfach nicht zu verharmlosen, obwohl ich sagen muss, dass sie mir bei weitem nicht genug darüber geredet hat. Also es wird nämlich am Schluss meistens sowas angedeutet wie die Sache in Korea, es wird aber nie spezifiziert, was in Korea passiert ist oder irgendwo anders. Und auch immer, wenn sie kritisch, wenn eine der Charakteren, was meistens Patricia ist, kritisch über die Vorgehensweisen der Unternehmen und so weiter redet,
Dann wettert Lawrence dagegen und danach wird das Thema wieder fallen gelassen und danach nie wieder aufgegriffen. Und das fand ich sehr, 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 sehr schade. Es hat sehr viel seines Potenzials verschenkt. Ich hatte außerdem ein Problem mit dem Schreibstil und den Charakteren, aber das hauptsächlich die erste Hälfte des Buches, als sie noch Kinder waren. Da kam ich überhaupt nicht mit diesen Leuten klar. Ich bin durch die Seiten gestolpert und ich habe schon gedacht, das wird der totale Flop, dieses Buch. War es zum Glück nicht. Dieses Buch hat durchaus seine Stärken und auch hier und da mal Passagen, die ich richtig gut fand. Es hat seine Berechtigung, es hat eine gewisse Wichtigkeit, aber ich kann es manchen Leuten empfehlen. Ich weiß, dass dieses Buch unglaublich viel Interpretationsspielraum hat, deswegen weiß ich, dass es vielen Leuten super gut gefallen wird und vielen Leuten überhaupt nicht. Ich bin irgendwo dazwischen, ich sehe die guten Sachen und ich sehe auch die schlechten Sachen, aber mich hat es jetzt leider nicht voll und ganz überzeugen können. Kommen wir zu dem einen Buch. Und zwar war das Dark Matter, der Zeitenläufer von Black Crouch. Dieses Buch, Leute, holy shit! In diesem Buch dreht sich alles um die Frage, was wäre wenn? Und bist du eigentlich glücklich in deinem Leben und was würdest du anders machen, wenn du es quasi nochmal leben könntest oder wenn du was verändern könntest? Was würdest du machen? Und dieses Buch hat mich so unfassbar gepackt. Es hat mich aus meiner Leseflaute rausgezogen, so schnell konnte ich gar nicht gucken, weil ich habe dieses Buch in einem Tempo gelesen, obwohl das glaube ich auch, lass mich nur schnell nachschauen, ja, 415 Seiten hat. Ich bin da durchgeflogen, ich war so süchtig, ich habe es gelesen wie in einem Rausch, weil es so spannend war und so perfekt war auf so vielen Ebenen. Also die Charaktere waren genial. Und die Storyline war genial und der Schreibstil war großartig und die Spannung war immer da und zwar immer wahnsinnig hoch. Und es war intelligent, es war jetzt nicht einfach nur plump, es war originell, zumindest habe ich noch nie sowas in diese Richtung gelesen. Ich weiß nicht, ob die Thriller-Fans da draußen das nicht so originell finden. Ich fand es sehr originell, sehr einzigartig und ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt. Ich will gar nicht viel zum Inhalt sagen, weil dieses Buch, sonst würde ich spoilern, aber ich würde so gerne über den Inhalt reden, aber ich tue es nicht. Ich habe schon Freunde von mir überredet, sich dieses Buch zu kaufen, damit ich mich mit ihnen unterhalten kann, weil ich unbedingt jemanden brauche zum drüber reden. Es ist einfach so gut. Es ist so gut. Es ist so unfassbar gut. Mein einziges Manko mit dem Buch ist das Cover, was ein bisschen schade ist, weil der Goldmann Verlag, der mir dieses Buch übrigens auch als Rezensionsexemplar geschickt hat, der Goldmann Verlag hat sich hier richtig Mühe gegeben und sagt, dass das ein super Special Cover ist. Diese Folie hier sieht jetzt sehr unspektakulär aus, aber diese Folie hier ist was ganz Spezielles und sehr aufwendiger Druck. Man hat hier noch diese Lasche und es ist ein sehr aufwendiges Cover von der Herstellung her. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass es so unauffällig ist. Also ich merke schon, dass es hochwertig ist. Aber es ist leider unglaublich unauffällig, weil es schwarz in schwarz in schwarz ist. Und ich gucke mal, ob ich hier das englische Cover oder US-amerikanische Cover einblenden kann. Weil das fällt auf und da greift man danach. Und ich meine, dieses Cover ist nicht hässlich, aber es ist halt ein bisschen unspektakulär. Und da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber ansonsten, das ist das Einzige, was ich an dem Buch aussetzen kann. Das Einzige. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war mal wieder eins aus meinem eigenen Regal. Und zwar ist das How to be a Woman, wie ich lernte, eine Frau zu sein, von Kathleen Moran. Und ich habe eine gekürzte Hörbuchfassung davon gehört. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe die gleichen Probleme mit diesem Buch wie auch damals schon mit Not That Kind of Girl von Lena Dunham. Und zwar dieses Memoirenmäßige finde ich teilweise einfach ein bisschen anstrengend. Also, weil das so dieses Ich bin rotzfrech und ich bin rebellisch und ich hatte so viel Sex und teilweise war es echt eklig, aber ich erzähle es euch trotzdem und ich hatte damit echt ein Problem. Und, sie hat schon sehr viel zu sagen, was ich auch sehr wichtig fand. Immer wieder gab es Passagen, wo sie quasi einfach die Gesellschaft kritisiert hat und so weiter. Fand ich großartig, fand ich toll. Auch einige der Beispiele waren okay, ich fand es auch interessant, was über ihr Leben zu lernen. Aber viele Sachen haben mich einfach auch nicht interessiert oder fand ich auch einfach kritisch. Zum Beispiel hat sie an einer Stelle BHs in den Himmel gelobt, dass BHs das beste Ding aller Zeiten sind, wo ich einfach sagen muss, nee. Und ich weiß, es gibt verschiedene Auffassungen von Feminismus und prinzipiell stimme ich mit ihrer Auffassung im Großen und Ganzen überein, aber in einigen Feinheiten eben dann auch nicht. Und manchmal ging sie mir auch ein bisschen zu weit. Wie gesagt, manche Dinge wollte ich einfach nicht wissen, die ich hier gelesen habe. Zum Beispiel die Geschichte ihrer ersten Geburt war etwas, was ich nicht wissen wollte. Absolut nicht, nein.
Und, also es tut mir leid. Ich weiß, dass man ehrlich über solche Themen sprechen sollte und so weiter, aber es war mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu bildhaft. Da bin ich vielleicht eine Pussy oder ein Weichei oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber ja, dieses Buch, weiß ich nicht, ist auch wieder eins dieser Fälle, wie auch die viele andere Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Dieses, ich fand es nicht schlecht, ich fand es aber auch nicht wirklich gut. Last but not least, ein sehr, sehr, sehr kleines Buch, was ich aktuell noch lese, was ich aber bis Mai definitiv beende, ist Stress AD, die besten Entspannungstechniken von R. Geiselhardt und C. Hoffmann. Das ist so ein Taschenguide und so weiter. Das hat mir eine Freundin geliehen, weil ich ihr erzählt habe, dass wenn ich Stress habe, dass ich mich dann immer verhaspel und über meine eigenen Worte stolper. Und sie hat gemeint, dass hier drin ein paar ganz gute Übungen sind und dass das ein bisschen hilft, Stress an sich besser zu verstehen, weil daher kommt das wohl. Und aktuell bin ich ja ungefähr bei der Hälfte und ja, das ist winzig. Deswegen werde ich das definitiv heute oder morgen noch beenden und ihr dann auch zurückgeben. Aber das habe ich auf jeden Fall auch noch gelesen. Das waren jetzt die 7 Bücher, wovon 5 gedruckt sind und 2 als Hörbuch, die ich gelesen habe diesen Monat. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz auf mich und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich aus meiner Leseflaute wieder raus bin. Ich lese jetzt auch gerade wieder fleißig und hoffe, dass das wieder anhält, diese Lust aufs Lesen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich kann jetzt schon wieder nicht mehr reden. Es tut mir leid. Ihr könnt auch wie immer gern bei meinem Reisekanal vorbeischauen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns wie immer zu meinem nächsten Video. Dann hoffentlich endlich mit der neuen Kamera. Ah, bis dann.